Götz. Gerrit. Heute haben wir einen Gast, beziehungsweise einen digitalen Gast. Er ist weit, weit weg. Er heißt Christopher Fritze und er ist gerade in Vietnam unterwegs mit dem Fahrrad. Genau. Genau, er ist aus Flensburg und macht eine Weltreise mit dem Rad und war schon in zig Ländern und das will er uns heute mal erzählen. Unter anderem, mit welchem Rad ist er unterwegs? Was hat er dabei? Welche Pannen hat er schon? Wo gibt es die besten Radwege? Wo es die schlechtesten Radwege gibt? Die schlimmsten Steigungen. Genau. Und wir hoffen, dass seine Internetverbindung so gut ist, dass wir da ein schönes Gespräch hinkriegen. Aber jetzt versuchen wir ihn erstmal anzurufen. Moin. Ja, schön, dass das klappt. Du hast eine ganz schöne Tour hinter dir. 15% Steigung? Ja, ja. Vor allem im Moment ist ganz schön hart. Ich bin hier in Vietnam auf der Ha Giang Loop. Ich weiß nicht, ob ihr davon mal gehört habt. Das Teil ist brutal. Ich gehe hier momentan nur durch die Berge und jeden Tag Anstiege von 10-15%. Also wenn ich so 60 Kilometer am Tag schaffe, dann bin ich richtig gut dabei. Wow. Überall Kaffeeplantagen oder? Reisfelder. Reisfelder. Momentan ist irgendwie Burning Season, also hier brennt es überall. Die Bieke. Die machen die Platz für neue Ackerflächen oder so. Oh. Aber das Coronavirus ist dir noch nicht begegnet? Nein, also ist natürlich auch hier Thema, ganz klar. Als ich in Hanoi vor ungefähr 2 Wochen angekommen bin, 2 Tage später oder so, wurde ein komplettes Dorf nördlich von Hanoi, so 40 Kilometer außerhalb, komplett unter Quarantäne gestellt. Also als ich dann jetzt Richtung Norden gefahren bin, habe ich das aber großräumig umfahren natürlich. Wie lange bist du jetzt noch in Vietnam? Ja, jetzt noch mal ungefähr 2 Wochen. Also ich habe 30 Tage Visum, die erste Hälfte ist jetzt rum, war mehrere Tage in Hanoi, dann halt hier Richtung Norden gefahren und jetzt 6 Tage hier auf dieser Loop. Und ja, dann von hier aus geht es jetzt Richtung Süden. Das muss dann ja innerhalb der nächsten 2 Wochen raus. Ja, okay. Also es geht als nächstes Richtung Laos. Warum machst du das? Ja, gute Frage. Die kriege ich häufiger gestellt. Es war eigentlich immer so ein Lebenstraum, also so eine Weltreise, so am ganzen Stück zu machen. Und das mit dem Fahrrad zu machen, das kam mir eigentlich erst in den letzten Jahren. Also als ich so angefangen habe zu träumen davon, als ich Teenager war, vor 20 Jahren, habe ich halt über nie nachgedacht, dass man ein Rad gemacht. Aber ich habe während meiner Studienzeit, habe ich einige Zeit in Namibia verbracht. Und eine Freundin aus Namibia, die hat mir letztendlich so diesen Floh ins Ohr gesetzt. Denn sie hatte mir damals von einem Freund von ihr erzählt, einem Holländer, der mit dem Fahrrad von Kapstadt nach Hause nach Holland gefahren ist. Und da habe ich noch gedacht, oh mein Gott, was ein Idiot, so, ne? Das macht man doch nicht, nimm doch einfach das Flugzeug. So, aber die Idee hat mich einfach fasziniert. So, und dann habe ich einfach angefangen, mich mehr damit zu beschäftigen, erstmal so recherchiert, ist das ein Ding? Gibt es mehr Leute, die das machen? Und wenn ja, was brauche ich überhaupt? So, und dann ja, habe ich auch andere Langstreckenradler einfach mal angeschrieben. Und muss man schon sagen, in der Community, jeder ist super hilfsbereit. Also innerhalb weniger Tage hat man eigentlich immer Antworten zu seinen Fragen. Und naja, dann habe ich in den letzten Jahren einfach mal angefangen, erstmal kleinere Touren für mich selbst zu machen. Auch erstmal zu gucken, ist das was für mich? Wie fühlt sich das an? Kann ich das? So. Mittlerweile weiß ich, ich kann's. Und naja, dann habe ich mir einfach irgendwann ein Datum gesetzt und gesagt, okay, jetzt mache ich's. So. Und hier bin ich jetzt, fast 8 Monate später und 10.000 Kilometer auf dem Tacho. Ja, du hast in Flensburg bist du gestartet? Genau, und Flensburg an der Hafenspitze. Ja, und wie ging es dann weiter? Wo bist du zuerst lang? Ich bin Richtung Osten gefahren. Richtung Osten. Erstmal Richtung Tschechien. Also allein um erstmal dann von Flensburg aus Deutschland rauszukommen, Richtung Osten, das waren ja schon fast 1.000 Kilometer. Ja. Und ja, dann bin ich, also Tschechien war dann das erste Land nach Deutschland und ja, Vietnam ist mittlerweile der 17. Also ich bin, nachdem ich aus Deutschland raus bin, quasi durch Osteuropa, durch den Balkan, durch die Türkei, den Kaukasus, Iran, Mittlerer Osten halt,
Emirate und Oman und von Oman bin ich dann hier rüber geflogen. Was machst du denn beruflich, dass du so viel Zeit dafür hast? Ich wurde freigestellt. Also ich bin damals, das war glaube ich Ende Februar, Anfang März, auf meinen Chef zugegangen und habe ihm von meinen Plänen erzählt. Und eigentlich mit der Absicht zu kündigen, weil ich hatte so im Kopf, okay, ich kann nur das eine haben, Job oder die Reise. Die Reise war mir einfach wichtiger. Ja, mein Chef hat gesagt, okay, also er hat sich das in aller Ruhe angehört und dann sagte er, nachdem ich fertig war, ihm alles zu erzählen, sagte er so, ja, Fritze, aber dafür müssen Sie doch nicht kündigen. Da bin ich natürlich auch sehr dankbar für, ist auch eine Wertschätzung meiner Person gegenüber für mich als Arbeitnehmer. Und ja, um deine Frage mal zu beantworten, ich habe in einer, oder ich bin angestellt nach wie vor in einer Digitalagentur in Hamburg. Hast du denn ein spezielles Fahrrad hier gekauft oder hattest du das schon vorher? Oder, ja, ich habe es mir extra gekauft für die Reise. Und so ein billiges Mountainbike, was okay ist, um in der Stadt rumzucruisen. Aber jetzt für die Reise habe ich gedacht, okay, da muss was Vernünftiges, was Stabiles her. Habe dann ein bisschen recherchiert und habe mir dann letztendlich ein Fahrrad geholt, was dann so von meinem Denken her meinen Ansprüchen entspricht. Habe mich da auch ein bisschen beraten lassen, auch wieder rumgefragt in der Radler-Community, was machen andere. Stahl. Dann auch nochmal beim Fahrradladen meines Vertrauens nochmal so den letzten Feinschliff letztendlich geholt und dann letztendlich habe ich mir von einer Böttcher Fahrradmanufaktur das Böttcher Expedition gekauft. Ja, das ist ein Stahlrad, oder? Genau, das hat ein Stahlrad. Ja. Mhm. Da kann man dann auch ordentlich Packtaschen zuladen wahrscheinlich. Oh ja, also ich habe auch einiges an Gepäck dabei. Ja, was hast du denn eigentlich dabei? Was braucht man? Wahrscheinlich stellt man ja auch fest, irgendwie, dass das meiste habe ich noch nicht einmal benutzt oder es gibt Sachen, wo man sagt, irgendwie, da hätte ich mehr von mitnehmen sollen. Weiß ich nicht. Gibt's da sowas? Ja, absolut. Also ich wusste erstmal lange gar nicht, wie viel Gepäck ich dabei habe, weil ich ein bisschen Angst hatte, es zu wiegen. aber als ich dann aus dem Iran rüber in die Emirate mit der Fähre gefahren bin, musste ich durch den Zoll durch und da wurde es dann gewogen. Und seitdem weiß ich, dass ich etwa 30 Kilo Gepäck dabei habe. Und ja, das erstmal verteilt auf vier Radtaschen, zwei vorne, zwei hinten. Dann nochmal hinten eine große, wo ich so mein Camping-Equipment drin habe und dann noch die Lenkertasche. Und an Sachen, die man nicht braucht. Ich hatte am Anfang ein Stativ für meine Kamera dabei. Das habe ich aber nach 4 Wochen nach Hause geschickt. Also ich glaube, man braucht das wirklich nur, wenn man wirklich Fotografie begeistert ist. Klar, ich fotografiere häufig und viel mehr als früher, um einfach die Eindrücke festzuhalten. Aber dafür braucht man kein Stativ. Man kann die Kamera auch einfach irgendwo abstellen. Also da findet sich immer irgendwie eine Möglichkeit. Oder man fragt einfach jemanden. Es ist immer irgendwie jemand da, der einfach mal kurz das Foto für einen macht. Ich habe gerade gelesen, du hast irgendwie deine Actioncam verloren, oder? Was ist da passiert? Ja, das musste jetzt bekommen. Ja. War eine riesige Enttäuschung. Hatte die Actioncam immer vorne am Lenker mit befestigt. Die auf dieser Hajang Loop, die ist einfach, also wirklich einer der atemberaubendsten, also wunderschönsten Orte, den ich je gesehen habe in meinem Leben. Also wirklich hinter jeder Kurve ist irgend so ein View, wo du sagst, Wahnsinn. Also das geht nicht mehr zu toppen. Dann fährt man um die nächste Kurve und dann ist wieder noch spektakulärer. Also ist echt sensationell. Also kann ich nur jedem ans Herz legen, hier mal eine Runde zu drehen. Muss nicht unbedingt beim Fahrrad sein, nicht beim Moped mieten oder so. Das machen die meisten Touristen hier. Ich habe auch nur einen anderen Radfahrer hier getroffen. Ich weiß nicht, dann bin ich irgendwo angehalten, um halt wieder Fotos zu machen von irgendeiner spektakulären Aussicht und bin dann weitergefahren und 6-7 Kilometer später bin ich in so einem Dorf angehalten, um einfach nur kurz ein paar Snacks zu kaufen, was zu trinken zu kaufen und dann ist mir aufgefallen, dass ich die Kamera verloren habe. Ich weiß nicht, wie das passieren kann, weil wie gesagt, ich habe sie immer am Lenker, aber wie gesagt, bei diesen spektakulären Aussichten, keine Ahnung, man guckt die ganze Zeit überall hin, aber nicht unbedingt, man hat dann kein Auge auf seine Kamera wieder am Lenker angesetzt. Also die ist wahrscheinlich irgendwie abgefallen oder so und ich war einfach zu abgelenkt. Aber was mir viel wichtiger ist das Bildmaterial. Also Kamera kann ich ja nachkaufen,
Aber das Bildmaterial, das ist natürlich, das hat einen viel höheren individuellen Wert. Ja, klar. Wie gesagt, sieht es aus mit Reifen und mit Pannen und so? Also allgemein im allgemeinen Pannen meine ich, aber was für Reifen fährst du und wie viel oft hattest du schon Platten? Platten hatte ich schon häufiger. Also ich habe nicht gezählt, aber ich würde schätzen, so an die 10 Mal jetzt. Ja. Das ist ein guter Schnitt aber auf die Distanz. Ja, weiß ich nicht. So alle 1000 Kilometer im Schnitt, weiß ich nicht. Also das erste Mal hatte ich einen Platten in Griechenland. Da hatte ich dann ja schon über 3000 Kilometer auf dem Tacho. Mhm. Also ich habe bis dahin immer gedacht, boah, wenn das so weitergeht, perfekt. Ja, seitdem kam es dann immer häufiger vor. In der Türkei hatte ich häufiger Platte, dann auch im Kaukasus, auch im Iran. Dann hatte ich eine ganze Weile Ruhe jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und jetzt hier auf der Loop hatte ich dann tatsächlich 2 Mal direkt am selben Tag Platten. Welche Reifen, was für Reifen fährst du? Das sind Schwalbe Mondialreifen, 2 Zentimeter breit. Okay, also. Ja. Und sonst, was Pannen angeht, musstest du schon irgendwas tauschen oder hast du Glück gehabt? Bisher habe ich Glück gehabt. Das Einzige, was schon nach ein paar Wochen die Grätsche gemacht habe, war der Fahrradständer. Das ist einfach nicht für so viel Gepäck aufgelegt. Ja, okay. Für den habe ich mittlerweile abgenommen und jetzt habe ich einfach keinen Ständer mehr. Kette legt man das Fahrrad an oder man legt es einfach auf den Fußboden. Ja, du fährst mit Kettenschaltung wahrscheinlich, ne? Und ja, genau. Ja, okay. Genau. Das war eine Überlegung vorher auch, vielleicht die Rohloff zu nehmen, aber die war mir dann letztendlich einfach zu teuer. Wie viel Vorbereitungszeit hast du dir eigentlich insgesamt genommen für die Tour? Ich habe auf deinem Blog gelesen, dass du so die ersten Fahrten so durch Schleswig-Holstein und aus Dänemark zurück nach Flensburg einfach, ich setze mich aufs Rad und fahre los. Das war bestimmt diesmal nicht so. Genau. Das ist grundsätzlich mein Ansatz, ja. Also ich habe jetzt nicht dafür in irgendeiner Art und Weise trainiert oder so, weil ich gedacht habe, okay, bei so einer Distanz, ich fange einfach langsam an und steigere mich unterwegs. Wenn es irgendwie wehtun sollte, dann höre ich einfach auf. Ist ja kein Rennen, ist eine Reise. Ich habe so grobe Ideen, wo ich so langfahren möchte. Alles, was Visa angeht und so weiter, das organisiere ich unterwegs. Und ja, also das Schwierigste war letztendlich wirklich zu Hause alle Zelte abzubrechen. Also wirklich Wohnung kündigen, ganzen Versicherungssachen zu regeln. Das Einzige, was ich jetzt momentan halt habe, ist eine Auslandskrankenversicherung. Alles andere habe ich auf Eis gelegt. Der organisatorische Aufwand ist dann eher der deutschen Bürokratie geschuldet. Ja, genau. Ja, okay. Und du zeltest meistens dann, oder? Ja, genau. Also ich würde schätzen, dass ich jetzt in der gesamten Zeit, also 70% der Zeit habe ich wahrscheinlich gezeltet. Spannend. Wild, oder? Ja. Ja, die ersten 2 Nächte in Schleswig-Holstein, als ich aus Flensburg losgefahren bin, da war ich noch auf Campingplätzen. Aber irgendwie habe ich dann gedacht, nach 2 Nächten, also für 2 Nächte Camping habe ich ausgegeben, ich glaube 28 Euro. Mhm. Und da habe ich gedacht, okay, wenn ich jeden Tag Geld ausgebe nur fürs Campen, dann komme ich nicht rein. Ja. Und seitdem campe ich dann einfach nicht. Was ist das Wichtigste, was du so dabei hast, mal abgesehen von der Kamera, mit der du die Momente festhältst? Das Wichtigste ist gute Regenkleidung, ja. Okay, das ist als Schleswig-Holsteiner ja sowieso schon gegeben, geboten, wie auch immer. Ja, aber es macht keinen Spaß, wenn man nasse Füße hat oder so. Das ist das Schlimmste. Mhm. Also. Wie ernährst du dich unterwegs? Ich esse einfach alles, was mir irgendwie in die Hände fällt. Also ich habe konstant Hunger, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich wundert einen nicht. Ja, also ich weiß auch nicht, ich verbrauche wahrscheinlich auch unfassbar viele Kalorien. Ich habe auch einige Kilo abgenommen bisher. Also bestimmt so 4-5 Kilo habe ich abgenommen. Je nachdem, was es in den jeweiligen Regionen einfach gibt, was günstig ist. Mhm. Hier jetzt in Vietnam findet man ja also an jeder Straßenecke irgendwelche Streetfood, das super günstig, super lecker ist und auch gut.
sind so eine Schale Reis mit Gemüse und Fleisch, da ist man mit umgerechnet 1,20 € dabei. Und das macht satt und gibt wieder ein bisschen Kraft für die Beine. Und ansonsten habe ich eine Fahrradtasche, wo was meine Küche ist, sag ich mal, wo ich halt mein Equipment dabei habe. Da habe ich dann halt auch immer noch irgendwas dabei an Obst, Gemüse, Nüssen, Cracker, Schokolade, auch ganz wichtig. Ja, einfach so, um über den Tag zu kommen. Ja. Wie viele Kilometer fährst du denn so im Schnitt? Das ist bestimmt mal mehr, mal weniger, aber... Also so mein Richtwert pro Tag ist so 80 Kilometer, möchte ich schon gerne machen. In der Regel schaffe ich das auch. In der Regel ist es so zwischen 80 und 120 Kilometer. Es gibt natürlich auch mal Ausreiter nach oben. Also mein persönlicher Rekord, das war im Iran, da bin ich an einem Tag mal 186 Kilometer gefahren. Das war eine Strecke, wie gesagt, von fast 190 Kilometern. Und ich hatte mir vorgenommen, das in 2 Tagen zu fahren. Und dann am ersten Tag, kurz vor Sonnenuntergang, hatte ich dann natürlich wieder einen Platten. Und dann sitzt du da am Straßenrand, flickst deinen Reifen und dann war es einfach zappenduster. So. Und dann versucht man in der Dunkelheit irgendwie in den Bergen einen Campingplatz zu finden. Also in den Bergen ist sowieso immer schwierig, weil das sind ja eigentlich nur Schluchten, da ist kaum irgendwie mal ein Feld, wo man sich mal hinstellen kann. Ich will ja auch ein bisschen versteckt sein. Ich will ja nicht irgendwie offensichtlich direkt am Straßenrand schlafen. Jetzt einerseits, damit ich mich selbst sicherer fühle und ich möchte halt auch nicht, dass sich Leute durch mich gestört fühlen oder so. Kann ja auch sein, dass es Privatgrund ist oder so. Und ja, ich möchte einfach da niemanden auf den Schlips treten. Naja, jedenfalls stand ich denn da im Dunkeln in den Bergen auf der Landstraße irgendwo da im Iran. Hab gedacht, naja gut, du fährst jetzt weiter, fährst in die nächste Ortschaft, vielleicht findest du ja ein günstiges Hostel oder irgendwie was. Ja, aber irgendwie kam dann nie eine Ortschaft und naja, dann bin ich halt immer weitergefahren, dann irgendwann habe ich ein Schild gesehen, noch 60 Kilometer bis Shiraz, dann habe ich gedacht, ach mein Gott, komm, dann fährst du jetzt noch diese 60 Kilometer bis Shiraz, das ist doch jetzt auch egal. Und dann jetzt bin ich da halt spät abends angekommen, aber dann hatte ich dann halt auch 186 Kilometer in den Beinen an dem. Okay. Und danach war ich auch erstmal 2 Tage richtig. Ja, gab es eigentlich einen Moment, wo du schon mal gesagt hast, jetzt höre ich auf, jetzt habe ich keine Lust mehr oder ich kann nicht mehr oder sowas? Jetzt die letzten Tage kam mir das häufiger, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Also, ich muss ehrlich sagen, ich bin kein Bergspezialist. Und ich frage mich auch immer wieder, warum mache ich das, dass ich in die Berge fahre? Leute zu erzählen mir dann so, oh, das musst du unbedingt gemacht haben, gesehen haben. Und ich weiß, Berge sind nicht meine Paradedisziplin und ich falle immer wieder drauf rein, dass ich sage, okay, warum nicht? Ja, und wenn ich dann halt in solchen Regionen bin, dann denke ich oftmals, warum mache ich das? Aber gerade hier, dann bist du wieder auf irgendeinem Pass drauf und hast einen atemberaubenden Ausblick und dann weißt du, okay, cool, genau dafür mache ich. Dafür war es einfach wert. Also die Belohnung ist dann einfach riesengroß. Und dann bergunter, das kann ich gut. das macht dann natürlich auch wieder Spaß. Dann denkt man auch so, naja, so schlimm war es ja eigentlich. Fahr mal weiter. Und das Schöne ist, man trifft unterwegs immer, also ich habe das Glück, unterwegs immer wirklich unfassbar nette, freundliche, hilfsbereite Menschen zu treffen, also wirklich Fremde, die mir irgendwie weiterhelfen, nur mit Kleinigkeiten, die mir dann irgendwie mich zu einem Tee einladen oder zum Essen oder die dann mich auch zu sich nach Hause einladen, wo ich sagte, hier, du kannst heute Nacht hier übernachten, kannst du nicht im Zelt schlafen, ist auch viel zu kalt. So, das sind einfach so unfassbar viele freundliche Gesten, die mir entgegengebracht werden, die einfach dann, ja, die dann auch so diese so einen anstrengenden Tag wieder vergessen. So, man merkt, okay, es geht immer. Es geht immer weiter. Was war denn die witzigste Begegnung? Ich hatte ja gestern das Vergnügen, ein bisschen Zeit bei der vietnamesischen Polizei zu verbringen. Also das war irgendwie unfreiwillig lustig. Ja. weil ich bin da hingegangen, einfach nur mit der Absicht zu fragen, hey, hat vielleicht jemand meine Kamera hier abgegeben?
So. Und wenn nein, könnt ihr vielleicht mal bei der Polizeistation im Ort davor fragen. Vielleicht hat ja jemand da abgegeben. Ganz einfache Frage. So, das ist eine Sache von 5 Minuten. So, einfach zu, einmal rumfragen. Hey, ist hier eine Kamera? So, ich kam da an, wurde dann erstmal beim Pförtner geparkt und der hat mir erstmal tassenweise Tee hingestellt und hat einfach nichts gesagt. So, und dann habe ich ihn gefragt, also, worauf warten wir denn jetzt? Und er hat natürlich auch kein Englisch gesprochen, also Google Translate. Und über Google Translate habe ich ihn gefragt, worauf warten wir denn jetzt? Und also, keine Ahnung. Das war so ein, ich habe mich gefühlt wie in einer versteckten Kamera. Also, ich kann das gar nicht richtig wiedergeben. Der hat dann auch über Google Translate gesagt, ja, er holt jemanden. So, und blieb dabei sitzen. Und ich sag so, okay, holst du jetzt jemanden oder kommt jetzt noch jemand? Und er so, nee, da kommt gleich jemand. Okay, dann saßen wir da eine Weile, sind auf den Tee getrunken. Und dann kam auch tatsächlich irgendwann mal jemand dazu. Und dann habe ich natürlich wieder meine Geschichte von vorne erzählt. Und dann haben die mich wieder gefragt, ja, was die denn jetzt machen sollen. Und ich sage so, ja, wäre ganz nett, wenn ihr einfach nur mal fragen könntet, ob meine Kamera hier ist. So. Und das ging dann so hin und her, so ungefähr 1,5-2 Stunden. Und letztendlich mit dem Ergebnis, dass sie nicht verstanden haben, was ich wollte. So. Aber ich habe, ich weiß nicht, bestimmt 5, 6, 7 Tassen Tee getrunken zwischendurch. Das war ja ganz nett. Also es war unfreiwillig lustig. Ich habe letztendlich, wie gesagt, mit, glaube ich, 3 verschiedenen Polizisten gesprochen und den Pförtner, ohne irgendein Ergebnis, ohne irgendeine Antwort zu bekommen. Also die haben nicht, letztendlich nicht mal meine Fragen beantwortet, ob meine Kamera da wäre oder die mal bei der anderen Station. Ja. Also es war einfach skurril. So, deswegen sage ich, unfreiwillig lustig. Ja. Also gibt es ein Land, wo du sagst, da willst du nie wieder hin oder irgend sowas? Nein. Also ich bin froh über jedes Land, das ich besucht habe, denn ja, jedes Land ist irgendwie einfach außergewöhnlich in seiner eigenen Art und Weise. Und für mich steht und fällt das immer mit den Menschen. Wenn man tolle Menschen trifft, dann hat man auch immer eine gute Zeit. Und ich habe bisher das Glück gehabt, eigentlich immer an tolle Menschen zu geraten. Ich habe in der Türkei jemanden 2 Nächte verbracht, der hat so eine kleine Strandhütte. Der sprach halt nur Türkisch. Wir haben wirklich dann 2 Tage lang nur über Google Translate unterhalten. Es geht. Ja. Wir hatten coole Gespräche. Es dauert dann halt nur lange. Aber was so außergewöhnlich schön war für mich, zum Beispiel in der Türkei war ich in Kappadokien. Da habe ich auch in den Bergen wild gekämpft und morgens früh dann extra aufgestanden und dann war ich einfach umzingelt von Hunderten von Heißluftballons. Ja. Das war einfach unglaublich schön. Also das, man wusste gar nicht, wo ich hingucken sollte, weil einfach überall diese bunten Ballons. Und ich hatte auch Glück, dass ich irgendwie an einem Spot war, wo auch sonst, da war sonst keiner. Und was für mich persönlich auch ein Highlight war durch den Iran zu reisen. Also man hat man hört so viel Schlechtes über den Iran in den Nachrichten. Aber da habe ich dann wieder für mich festgestellt, dass alles, was man in den Nachrichten hört über ein Land, ist, das passiert auf einer politischen Ebene. Und die normalen Menschen, die haben damit überhaupt nichts am Hut. So, die meisten Menschen interessiert das ja gar nicht, was politisch stattfindet. Und die Menschen im Iran sind, glaube ich, die gastfreundlichsten Menschen, die ich je kennengelernt habe. Also da wurde ich wirklich jeden Tag eingeladen. Ob es jetzt nur zum Tee war oder zum Essen, um bei jemandem zu Hause zu übernachten. Man muss da wirklich lernen, Nein zu sagen, weil sonst schafft man es nie wieder raus aus dem Land. Also man hat mir da sogar ein paar Schuhe geschenkt. Ja, zum Thema Schuhe wollte ich noch fragen, ob du eigentlich mit normalen Schuhen fährst oder mit Klickpedalen oder? Nee, ganz normale Schuhe. Also grundsätzlich, ich habe jetzt kein besonderes Radfahrer-Outfit-Equipment. Ich habe einfach das genommen, was ich hatte. Ganz normale Schuhe, ganz normal Shorts,
T-Shirts, Baumwoll-T-Shirts. Dann hast du einen guten Sattel, auf jeden Fall. Ja, ich habe einen Ledersattel. Ledersattel. Von dieser einen Marke wahrscheinlich. Von dieser einen Marke. B17 oder was? Mit Federn dran, oder? Nee, ohne Federung. B17. So nach einer Woche, wenn man den eingesessen hat, dann wunderbar. Ja. Dann tut nichts mehr weh. Ja, jetzt bei den ganzen Ländern, gibt es Länder, wo du sagst, da sind die Radwege besonders toll und da sind sie besonders oder gar nicht da? Radwege? Straßen? Ja, was der schlimmste Radweg, erzähl uns davon. War noch in Schleswig-Holstein wahrscheinlich. Ich sag mal, seit dem Wahlkampf war ich, glaube ich, kaum mehr auf dem Radweg. Also seitdem fahre ich eigentlich nur auf Straßen. Aber ich fühle mich deswegen jetzt nicht unwohl oder unsicher, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wirst du freundlich überholt? Sozusagen. Ja, ja. Ja, meistens. Ja. Es ist immer viel Gehupe dabei. Es gibt halt einige Gegenden, wo Radfahren einfach auch kein Teil der Kultur ist. Ich denke da zum Beispiel an die Türkei oder so. Aber der schlimmste Radweg, ja, ich habe mal den Fehler gemacht, über eine Navigations-App in Serbien eine Abkürzung zu nehmen. Das ist nach hinten losgegangen. Bin letztendlich irgendwo in der Valla Pampa, irgendwo in den Bergen, im Wald gelandet. Und das war nicht mal mehr eine Schotterpiste. Das waren wirklich so Steine, so groß wie Bowlingkugeln. Also da konnte ich ja nicht mal mehr fahren. Ich musste mein Fahrrad dann da durch die Berge schieben, teilweise ein Stück weit tragen. Das war, glaube ich, der schlimmste Weg, den ich genommen habe. Okay. Also, deswegen bin ich kein großer Fan von diesen Navigations-Apps. Okay. Also fährst du nach einer Papierkarte oder wie fährst du? Ja. Ja, meistens, also ich versuche mir immer eine Karte zu besorgen vom jeweiligen Land. Ansonsten es sind ja auch überall Schilder. Ich folge den Schildern, ich weiß ja grob, in welche Richtung ich will. Und eine App benutze ich dann tatsächlich wirklich nur, wenn ich dann irgendwie in der Stadt bin und dann wirklich einen bestimmten Ort suche. In den Städten, finde ich, funktionieren die Navigations-App wunderbar. Außerhalb der Städte zeigen die einem halt oft Wege an. Ja, die Wege existieren, aber nein, das sind keine Radwege. Und das macht dann keinen Spaß. Welche Ratschläge gibst du Radfahrern, die so eine Tour auch machen wollen? Also ich habe festgestellt, für viele sagen immer so, wow, cool, würde ich ja auch gerne machen. Das Schwierigste ist, glaube ich, den ersten Schritt zu machen. Also wirklich so die erste Meile ist das Schwierigste. Also dass man lässt ja einfach so gesehen sein altes Leben zurück. Also was mir geholfen hat, wirklich loszulegen, dass ich Familie und Freunden davon erzählt habe. Dass ich gesagt habe, Leute, pass auf, das habe ich vor. Und dann fahre ich los. Eine andere Sache, nicht so viel Zeit mit Planung verschwenden. Also man muss gar nicht viel planen. Ich treffe unterwegs häufig andere Radfahrer, die wollen nur über Equipment reden. Und dann wollen sie über Sachen reden. Das Teil ist nochmal 100 Gramm leichter und ich trage nur Merino, weil das ist ja auch nochmal 20 Gramm leichter. Ja, so what? Also mein Ratschlag ist, nimm doch einfach das, was du hast und leg erstmal los. Man findet dann unterwegs für sich selbst raus, was für ein selbst gut funktioniert und auch was nicht funktioniert. Was nicht funktioniert, weg damit. Was gut funktioniert, ja, beibehalten. Du bist jetzt noch wie lange unterwegs? 4 Monate? Wenn du sagst ein Jahr? Oder hast du dich nicht festgelegt? Das ist noch nicht so genau, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe meiner Mutter erzählt, ich versuche zu Weihnachten wieder zu Hause zu sein. Aber ich habe auch gesagt, ich versuche es. Das ist kein Versprechen. Okay. Also welche Länder hast du jetzt auf dem Plan demnächst? So? Ja, Laos. Laos. Also ich möchte von hier aus nach Indonesien fahren. Da habe ich mir jetzt erstmal so grob Bali als Ziel gesetzt. Das heißt,
Jetzt nach Vietnam wäre dann noch Laos, Kambodscha, Thailand, Malaysia, Singapur und dann Indonesien auf dem Plan. Und danach möchte ich auch noch in Australien und Neuseeland fahren. Und ich möchte auch gerne noch ein Stück weit irgendwo auf den amerikanischen Kontinent fahren. Wo, weiß ich noch gar nicht. Das muss ich mir mal irgendwann überlegen. Und ja, zum Abschluss möchte ich auch noch mal ein Stück auf den afrikanischen Kontinent fahren. Also ich möchte einfach auf jedem Kontinent gutes Stück gefahren zu sein, sodass ich sagen kann, okay, ich habe jeden Kontinent erlebt. Kannst du dir schon vorstellen, dann wieder in Deutschland zu sein und ein normales Leben in Anführungsstrichen zu führen? Ja, schon. Also manchmal denke ich so, ja, gibt es so Tage, wo ich es auch gerne einfach mal hätte, muss ich ganz ehrlich sagen. Und gerade wenn es dann mal so anstrengendere Tage sind, so wie jetzt zuletzt, würde ich auch denken, naja gut, wenn ich jetzt zu Hause wäre, dann habe ich Feierabend und dann kann ich mich zu Hause auch auf die Couch legen und einfach nichts tun. Und hier muss ich dann doch nochmal einen Berg oder nochmal einen zweiten klettern. Was die Zukunft sonst bringt in Deutschland, das wird sich zeigen. Also was ich halt positiv für mich finde und was mich auch einfach unheimlich beruhigt, ist, dass ich die Tatsache, dass ich weiß, dass ich auch in meinen alten Job wieder zurückkehren kann. Mhm. So, da weiß ich, wie Sachen funktionieren, da kenne ich die Leute, einfach ein gewohntes Umfeld. Irgendwas, was du uns unbedingt erzählen musst oder den Menschen da draußen, die unserem Kanal folgen. Die einzige Frage, die jetzt eigentlich nicht aufgetaucht ist, die es mir sonst immer gestellt wird, ist immer so, ja, wie finanzierst du das denn eigentlich? Und da kann ich nur sagen, ja, ich habe gespart. Ja, okay. Es ist nicht schwer zu sparen. Man muss sich einfach nur, wenn man weiß, wofür man es tut, dann macht man es auch gerne. Und eine andere Frage, die mir häufiger gestellt wird, ist, ob ich denn Angst hätte. So. Ich finde diese Frage immer sehr, sehr einfach gestellt, weil ich frage dann halt auch immer direkt zurück, ja, Angst wovor. So, aber ich habe festgestellt, dass viele Menschen, egal in welchem Land, immer gewisse Ängste haben oder auch irgendwelche Vorurteile gegenüber dem nächsten Land, wo sie dann sagen, oh, pass bloß auf da und da. Die Leute, keine guten Menschen. So, und dann ist man da vor Ort und dann denkst du so, wow, coole Leute hier. So, also das ist irgendwie so ein Phänomen, habe ich festgestellt, dass die Leute immer zu Hause glauben, dass es besser und sicherer ist als in einem anderen Land. Aber ist letztendlich so. Ja, vielen Dank für deine Eindrücke auf jeden Fall. Ja, das gerne. Beneidenswert. Ja. Danke für eure Zeit. Ja, für deine vielmehr. Sehr gerne. Dann sagen wir mal Tschüss. Ja, Gerrit, Schleswig-Holstein ist doch eh am schönsten, ne? Was soll man da so weit wegfahren? Das tut doch gar nicht Not. Schleswig-Holstein ist das Tor zur Welt. Ja, naja, hier haben wir eigentlich alles, ne? Zwei Ozeane, ja. Weltgeschichte. Berge, und, Flachland. Oh, Berge. Oh. Flüsse. Flüsse haben wir eben momentan ziemlich große. Ja, Zusatzseen. Nee, okay. Wir sind neidisch. Ja, absolut. Wir haben Kinder, wir können sowas nicht machen. Ja, zumindest jetzt noch nicht. Ja, vielleicht irgendwann ja wieder. Wenn es zu spät ist. Na dann mit dem E-Bike. Genau. Aber wir haben viel gelernt. Also falls es uns nochmal packt oder euch, machen wir euch noch eine kleine Liste, Gerrit. Genau, was Chris Equipment angeht. Ansonsten, wenn ihr Fragen an ihn habt, schreibt das gerne in die Kommentare. Wir leiten das dann weiter. Vielleicht mischt er auch mit, weil er hat ja einen eigenen YouTube-Kanal hier. Den verlinken wir auch in der Beschreibung. Ja. Und ja, wie gesagt, spannende Erlebnisse, die er da hat, eine spannende Tour, die er hinter sich und noch vor sich hat. Und ja, wie gesagt, vielleicht gibt es ja spontan jemanden, der auch sein ganzes Leben auf Eis legen möchte, nur um dann auf zwei Rädern durch die Welt zu fahren. Eigentlich kann es ja nichts Schöneres geben. Aber vielleicht fangen wir erstmal mit Schleswig-Holstein an. Toll. Also, wie gesagt, er hat unseren tiefsten Respekt und ja, wir wünschen ihm immer Kette rechts. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt bitte wieder auf die Glocke und auf den Knopf und alles, was man drücken kann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.